Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Plays Sky Factory 4. Was machen wir heute? Wir machen heute, ja, wir hatten ja gestern ein bisschen Stromprobleme und wir haben ja noch einige Erfolge, die offen sind. Deswegen kombinieren wir das Ganze heute. Wir machen Erfolgsstrom. Ja, klingt doof. Nein, wir machen einfach ein paar Erfolge und wir machen Stromversorgung. Bisschen besser. Und zwar haben wir noch das offen, die Generators zu craften. Noch dazu ist mir was aufgefallen. Ich habe, wo ich die. Ich habe da vorhin so diesen Materie in Singularity-Umwandler von der Applied Logistics platziert und habe dabei versehentlich kurz die beiden Simple Storage Networks verbunden. Was ist passiert? Der ist weggeploppt und der hat gedacht, er ist das gleiche wie der. Sprich, er hat nicht mehr gearbeitet, es ist nichts mehr passiert. Und das sieht man jetzt auch an der Kiste. Also unglaublich, was da zusammengekommen ist. Genau, ich habe jetzt da einen neuen platziert. Das System funktioniert wieder. Okay, aber das ist nicht das heutige Thema. Wie gesagt, wir kümmern uns um Erfolge. Genau, das erste, was ich gesehen habe, ganz weit hinten steht einer. Ah, den haben wir uns schon geholt. War versehentlich? Egal. Okay. Egal. Machen wir uns einfach den nächsten. Und zwar den Generator. Erstmal alles Bild anklicken. Generator. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen einfach den Culinary Generator. Schauen wir mal, was wir davon haben. Ja, sehr viel, sehr schön. Brauchen wir einen Fornace. Brauchen wir ein Flint and Steel. Eine Iron Hoe. Und eine Fishing Rod. Wunderbar. So, dann haben wir Teil 1 erreicht. Generator, I hardly know here. Und dann machen wir auch gleich noch die zweiten. Und upgraden das. Okay. Da brauchen wir vier. Was brauchen wir denn da? Black Concrete Powder. Ernsthaft? Naja, okay. Kein Problem. Machen wir heute ein kleines bisschen Black Concrete Powder. Ups. Ja, eigentlich wollte ich nicht zu viele. Aber naja. Wunderbar. Ah ja. Level up. Sehr schön. Genau, und wir haben ja noch eine Folge und da brauchen wir die wahrscheinlich eh. Wir, genau, Valkyria Lip Speed Modifier und irgendwo steht noch Fill any upgradable simple generator with 4 stacks of Speed Modifier. Sprich, wir machen uns gleich nochmal 4 Stacks of Speed Modifier. Ja, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Machen wir einfach mal davon einen Stack. Haben wir da auch einmal zwei. Da müssen wir jetzt Stück für Stück, weil da habe ich jetzt leider den Überblick verloren. Okay. Okay, ein bisschen was brauchen wir noch. Machen wir da nochmal einen Stack. Okay, jetzt fehlen noch 4 Stück. Wunderbar. Genau, das ergibt nämlich 4 Stück. Und dann machen wir nochmal dieses Rezept. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir genau 4 Stacks wert. Oder 4 Stacks wert. 4 Stacks voll. Genau. Den Black Concrete schmeißen wir ins System, so wie der fertig ist. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie versuchen, das Ganze da anzubinden. Wieso haben wir da eigentlich 2? Sind die nicht verbunden? Ah, egal. Bis jetzt hat es funktioniert, dann lassen wir es einfach so, wie es ist und fertig. Okay. Dann sollten wir aber... Was haben wir denn hier unten? Hier unten haben wir ein Item-Cable. Ah, aber das haben wir auch da. Genau, da haben wir beide Netzwerke da. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen... Wir müssen es hier unten machen, oben bringt nichts, weil das Zeug, das weg soll, ist in dem System. Sprich, wir gehen einfach
Warum auch nicht? Ich glaube, das wirklich egal ist. Zack, zack, zack. Wunderbar, genau. Und dann haben wir schon wieder 3 Erfolge geschafft. Na, 4 sogar. Einmal Maximum Overdrive, voll auffüllen mit Upgrades. Und einmal den normalen Craften, den Upgradable Craften und den Speed Modifier Craften. Jawohl, da geht es ja direkt voran. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, er soll das Zeug da reinballern. Genau, da brauchen wir quasi einen Exportbus. Oder Export Cable heißt in dem Fall. Dann brauchen wir ein bisschen Cables. Und Energie soll wieder zurück. Jawohl. So. Und zwar würde ich sagen, erst einmal von diesem System. Genau, da haben wir nämlich einiges von der Farm bekommen, was wir mittlerweile doppelt haben, weil wir ja oben auch nochmal eine Farm am Laufen haben. Genau, da brauchen wir Upgrades. Zwar ein davon. 3 davon, wenn man nicht alles täuscht. Jawohl. Wunderbar. Genau, und dann braucht das Ganze noch einen Stromanschluss. Und da würde ich sagen, bleiben wir jetzt einfach dabei und legen da das Kabel darüber und gut ist. So, wunderbar. Genau, dann sollte der eigentlich schon laufen, sobald er natürlich was zum Fressen bekommt. In dem Fall wirklich zum Fressen, weil es ja Culinary Generator ist. Info. Okay. Okay. Egal, das sehen wir gleich. Okay, und was frisst er? Ah, okay, Icons würde er nehmen. Schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben zum Beispiel Corn Seeds. Ich glaube aber nicht, dass er die nimmt. Dann haben wir Raw Corn, haben wir jede Menge. Die würde ich jetzt nicht benutzen, denn die werden wir später noch brauchen. Weizen haben wir zur Verfügung. Kartoffeln haben wir zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob er die auch frisst. Schauen wir mal. Dann haben wir da wieder Seeds. Sugarcans weiß ich jetzt nicht. 500 Fisch, das, na, das wird jetzt nicht verballern. Das kann weg, das kann weg. Die brauche ich im Rezept. Okay, und das sind dann noch einzelne. Dann schauen wir einfach mal nach, was wir alles verballern können. Okay, das ist nutzlos. Das würde gehen, das bringt 14.400. Das könnte man schmelzen. Was bringt das? Das bringt auch 14.400. Das bringt 115.000. Das wäre fast zum Überlegen. Das bringt weniger, braucht aber viel mehr. Ich würde fast sagen, wir machen das. Da müssten wir nur noch mal, wir brauchen einen Ofen und einen Crafter. Aber brauchen wir irgendwas mit hoher Geschwindigkeit, gell? Machen wir einfach so einen Energized Smelter und gut ist. Obwohl, was kostet denn so ein Furnace? Ja, ich habe wieder alles voll durchdacht. Ihr merkt es schon. Könnte man natürlich auch so einnehmen. Schauen wir mal, wie weit wir da auf die Schnelle hochkommen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist einiges im System.
Bis jetzt schaut es mir gar nicht so schlecht aus. Blau haben wir auch, wunderbar. Und Rot auch, ja, sehr schön. Okay, Ultimate, glaube ich, wäre jetzt übertrieben. Ich denke, irgendwo kann man auch übertreiben mit dem Ganzen. So, und dann... Ja, jetzt müssen wir natürlich das Ganze craften. Also erst schmelzen. Dann craften. Und das muss man auch craften. Wir haben doch da die Crafter gehabt. Das waren die komischen Lilanen. Da haben wir es. Autocrafter. Was fehlt da? Ernsthaft. Ernsthaft? Wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, der letzte Crafter drückt es da rein. Und der craftet das Weizen. Und der Ofen. Muss eins weiter nach oben. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin, würde ich sagen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen chaotisch, aber es sollte trotzdem funktionieren im Großen und Ganzen. Genau, der bekommt das Korn. Das muss da drüben rein. Na, wir können es auch so machen. Ist egal. Dann kommt da das fertige Rezept rein. Sprich. Haben wir keins. Rein damit. Und Brot. Auch nicht. Wir haben Weizen im Inventar. So. Genau. Und der macht dann aus dem. War das richtig? Was oben drin sei. Okay, dann sollte das. Ja, zeigt jetzt nicht an, aber eigentlich soll es funktionieren. Genau, und der wiederum macht aus 3 Weizen Brot. Genau, das Brot ziehen wir da raus und kommt da rein. Und das fertige Produkt kommt da raus und da rein. Da brauchen wir einen Redstone Torch. Genau, dann braucht der noch einen Exportbus. Exportcable, Entschuldigung. 2 brauchen wir sogar. Genau, der braucht nämlich einmal Brennmaterial, einmal das Zeug, was er durchbrennen soll. Und der braucht nur Weizen. Machen wir das aber anders. Dann kommt das da seitlich raus. So. Na. Kannst du bitte... Gibt's doch nicht. Jetzt hat.
Jetzt soll's passen. Muss man bloß nur irgendwie schaffen, den blöden Ofen da wieder zu platzieren. Das ist immer so eine Sache bei den Kabel. Jawohl. Genau. Und da auch noch. Nicht da. Da. So. Okay, jetzt müssen wir bloß nur die Kabel miteinander verbinden. Das Ganze mit Strom versorgen. Da kommt eins raus. Da kommt eins raus. Da brauchen wir Stromkabel. Zack, zack. Genau, das kommt da runter. Da kommt eins runter. Jawohl. So, jetzt müssen wir das Ganze noch konfigurieren. Wir haben ja gesagt, es kommt... da kommt Weizen rein. Genau, da kommt das Weizen rein. Genau, der macht das Brot raus. Das wird dann darüber gezogen, kommt da rein. Wunderbar. Genau, der bekommt es ja von oben. Sprich, da oben kommt... haben wir kein Korn mehr. Kann uns natürlich sein, dass das Ganze voll läuft. Das kann uns durchaus passieren, wenn eins davon schneller sein sollte. Da fehlt noch ein Kabel. Und dann brauchen wir da noch einen Brennstoff. Da schauen wir nochmal kurz, was haben wir denn da im System. Kohle haben wir im System, wunderbar. Ich will das immer reinschiften, aber es will irgendwie will es nicht. So, genau, der macht das da draus. Genau, das kommt da rein, geht da raus. Und der läuft. Haben wir nur das Problem, dass das halt nicht in die Batterie reinläuft. Aber das ist ja an sich egal. Kann ja quasi als Zwischenpuffer fungieren. Also das ist jetzt nicht unser Haupt... also nicht als Zwischenpuffer, sondern... der läuft halt nur, wenn im System Strom braucht wird. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ist auch egal. Wenn es zu viel macht, macht es zu viel. Aber wir wollten ja noch schauen. Wir haben ja noch weitere Sachen. Wir könnten ja theoretisch auch die Kartoffeln reinschubsen. Oder auch gebratene Kartoffeln. Bin gerade kurz einmal schauen, ob der überhaupt läuft. Ja, doch, läuft schon immer wieder mal. Die Frage ist... könnte ich das jetzt irgendwie filtern? Na, ich glaube, man muss jetzt einfach das einmal durchlaufen lassen. Wobei ich sehe schon, das ist zu langsam. Dann kriegt der mal ein Upgrade. Immer noch zu langsam. Wird es aber anscheinend nicht mehr. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so laufen. Und wenn dann das Korn irgendwann weg ist, dann kann man die Maschine einfach ein bisschen umbauen. Und dann können wir das nächste verbrennen. Weil wie gesagt, das Zeug von da unten brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben oben eine richtig krasse OP-Farm, die uns das Zeug ohne Probleme besorgt. Da sind wir jetzt nicht angewiesen drauf auf das da unten. Okay, dann würde ich sagen, haben wir aber noch ein paar Minuten Zeit. Dann... machen wir doch einfach mal diese Seite fertig. Ich denke, das klingt nach einem vernünftigen Plan. Wir brauchen, jetzt habe ich natürlich nicht geschaut, einen Whopper. Der heißt wieder anders. ein Wooden Hopper natürlich. Wieder bloß das
den Quest-Erfolg angeschaut. So. Der ist von Tinker's Construct, den kenne ich gar nicht. Interessant. Okay, das war Part 1. Dann brauchen wir einen Uninstall-Upgrade. Haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich das in der Mitte auch nicht. Aber zum Glück bloß ein Boden Pressure Plate. An dem soll es jetzt nicht scheitern. So. Ach komm. Ich habe doch gerade Crate gemacht. Wieso will er denn nicht? Geht doch. Wo war bitte jetzt dein Problem? Jawohl, und dann haben wir den nächsten Erfolg. Be kind, rewind. Genau, da kann man quasi die Upgrades wieder rausnehmen aus der Crate. Und dann haben wir noch den Backpack. Und zwar, was haben wir gesagt? Maximum Size. Jawohl. Da haben wir ja unser Compact Storage Gerät. So, und zwar brauchen wir da 4 Leder, 64 Oak Fans. 1, 2, 3, 4. Es war eh klar, dass wir da wieder zu wenig haben. Ich weiß natürlich auch das Crafting-Rezept nicht auswendig. Ernsthaft. Ernsthaft, ernsthaft. So. So, das da rein. Dann brauchen wir ein Stack Eisen und 36 Plastik. Ich hoffe, wir haben so viel Plastik. Wobei, wir haben ja noch nebenbei die Maschine am Laufen. Da sollte man also kein Problem haben. So, ja, bleiben wir mal knallrot. Ja, knallrot ist vielleicht was anderes. Ah ja, genau, und jetzt haben wir ja You Win. Weil wir haben alle Advancements von dieser Seite erledigt. Sehr schön. Okay, dann haben wir quasi die erste Seite schon komplett fertig. Da fehlt nur noch Nuclear Craft Upgrades. Machen wir dann mit Nuclear Craft, ist also auch fast fertig. Das könnte man eigentlich auch schon machen. Das können wir machen. Könnte man eigentlich auch schon abschließen, theoretisch. Aber nicht mehr heute. Genau, da fehlen eigentlich auch nur noch Kleinigkeiten, so geht's einmal. Okay, Ghastmatter, ein paar Batterien. Age of Storage haben wir komplett fertig. Okay, Compact Storage fehlt noch. Ah, Viscraft Airship. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das wäre vielleicht auch interessant. Das war ein bisschen, ja, brauchen wir halt nicht, gell? Ist halt auch wieder bloß durchgecraftet. Das End haben wir noch nicht besucht. Genau, und da ist noch einiges zu tun. Und da brauchen wir eben auch die, wo haben wir es denn? Donut und Bacon Singularity und wir müssen das Cookie Jar mit Cookie Singularities auffüllen. Und noch ein paar so Aufgaben, Octopus Compressed Netherrack und Sugarcane. Genau, aber das machen wir alles noch. Aber nicht mehr heute. Denn für heute haben wir unser Soll erfüllt. Wir haben, genau, ich habe leider noch gar nicht reingeschaut, einen Maximum Size Backpack. Wir haben den Culinary Generator voll abgegradet. Der läuft auch, produziert uns jetzt Strom, dass wir nicht mehr an Limit sind. Genau. Und das, denke ich, reicht auch schon wieder für heute. Ja, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.